Ja, im heutigen Video geht es um Reports und um benutzerdefinierte Attribute. Das heißt, wir machen unseren eigenen kleinen Report und wollen etwas auswerten. Was braucht man dazu? Und warum mache ich das Ganze überhaupt? Ich werde oft gefragt, ob ich einen Report für jemanden erstellen kann, und dann gibt es ein paar Komplikationen. Zum Beispiel, ob der Aufsatz von Precast verwendet wird, also ob die Attribute von Precast-Elementen ausgelesen wird. Ob es von Architekturbauteilen sind, wie Wände, Stützen und so weiter und so fort, oder von 3D-Bauteilen. Oder ganz individuell von benutzerdefinierten Attributen. Ja, was stellt uns jetzt in der Herausforderung irgendwas dar? Es gibt einen Attributmanager, den könnt ihr ganz einfach öffnen, wenn ihr in euer Allmenü schaut, auf Service, Windows Explorer und dann CAD-Programmordner. Dann erscheint ein Explorer-Feld. Da geht ihr in den Ordner PRG und dort sucht ihr nach Attributmanager. Wo haben wir? Attributmanager. Die Exe-Datei. Die startet ihr. Im Attributmanager könnt ihr dann das hier nachschauen. Also ihr könnt erstmal die Allplan-Attribute nachschauen. Hier mit diesem, mit dieser Node hier. Da seht ihr hier die Attributnummern. Die seht ihr eigentlich in Allplan selber nicht. Das sind die laufenden Nummern, die Allplan hier verwendet. Zum Beispiel hier Stopp. Artikelnummer ist 241. Ja, und was ist hier alles verborgen? Hier könnt ihr das Ganze anschauen. Es ist ein String, Textbox, sichtbar, änderbar und so weiter und so fort. Da könnt ihr das alles anschauen. Aber ihr könnt hier nichts abändern, denn die sind standardmäßig von Allplan vorgegeben. Und jetzt können wir da runterschauen. Das sind jetzt die 10.000er, 30.000 und dann kommen wir irgendwann 55.000er. Ja, was ist, also diese Nummern sind schon belegt. Die könnt ihr nicht überschreiben. Allplan hat da so einen Stopp. Also ihr könnt jetzt keine Nummer anlegen, die jetzt genau 35.230 wäre. Ihr habt aber die Möglichkeit, benutzerdefinierte Attribute zu erstellen. Zum Beispiel wie ich hier, habe hier meine statische Position, Bauteilbezeichnung und so weiter und so fort, meine Materialgüte. Ja, das habe ich hier angelegt, und wenn ich zum Beispiel eins anschaue, zum Beispiel den Status der Schallplanung, dann sehe ich auch hier, was meine Auswahlmöglichkeiten zum Beispiel hier sind. Oder WU ist nur eine Checkbox, die ist standardmäßig auf False und so weiter und so fort. Ihr müsst natürlich eure Attribute hier nicht über diesen Attributmanager erzeugen. Nee, auf gar keinen Fall. Abspeichern können wir, wenn wir hier irgendwas schreiben und wieder löschen, glaube ich. Und dann können wir auf Sichern gehen. Wir können natürlich die Attribute auch in irgendein Projekt abspeichern. Aber jetzt sind wir im STD-Ordner, das heißt im Standard-Ordner. Wir können es für das ganze Büro anlegen. Ja, jetzt müssen wir uns einfach vorstellen, wenn ich jetzt ein neues Attribut in Allplan erstelle, dann erscheint es auch hier in dem Attributmanager. Und da wird einfach die nächstlaufende Nummer angelegt. Ich kann die aber auch hier abändern, wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht die Abrechnungsart auf 55.000 haben, sondern auf 5.300. Dann kann ich jetzt das Ganze hier abspeichern, und jetzt ist die Abrechnungsart 2 auf der Nummer 5.300. Und die wiederum kann ich über einen Report anfragen. Das heißt, ich suche nach dem Attribut 5.300. Ja, und wenn ihr jetzt mitdenkt, dann ist es so, wenn ich jetzt ein benutzerdefiniertes Attribut erzeuge, ist es nur auf meinem Rechner bzw. auf meinem Server für unser Büro erstellt worden. Das heißt, andere, also externe Mitarbeiter, können nicht diese Attribute aus diesem Standard nutzen, denn die sind ja bei mir auf dem Server abgelegt. Jetzt könnte es aber sein, dass ich sage, okay, dann schicke ich einfach diese XML-Datei, das heißt also die Attributdatei von meinem Büro zum anderen Büro, und dann überspeichert es die, und dann hat der meine Attribute. Und da habt ihr vollkommen recht. Das Problem ist bloß, wenn er selber benutzerdefinierte Attribute erstellt hat, dann überspeichert ihr alle seine benutzerdefinierten Attribute. Und wenn es jetzt so ist, dass ihr sagt, okay, ich habe meinen Standardordner und ich speichere die jetzt einfach nur in ein Projekt ab, dann kommt es auch zu Komplikationen, denn diese Nummern könnten überschrieben sein. Das heißt, bei ihm sind diese Nummern kein Double, sondern es ist bei ihm ein String. Dann gibt es auch Komplikationen. So, und jetzt, wenn ich natürlich Reports für jemanden anders erstelle und erzeuge, dann muss ich alles abklopfen. Dann muss ich erstmal schauen,
was sind die Attribute, wo kommen die her, wollen wir Precast verwenden, wollen wir Architekturbauteile verwenden, wollen wir 3D-Körper verwenden und so weiter und so fort. Sind es benutzerdefinierte Attribute oder die von Allplan, sind sie gemixt oder nicht, sind es Strings, sind das, also alles mögliche muss ich vorher abklopfen und das kostet Zeit und Geld und sehr viel Expertenwissen. Aber deswegen schauen wir jetzt das Video an. Und könnt ihr selber entscheiden, ob ihr euch das selber rantraut oder ob ihr da einen Profi machen lässt. Denn man verliert sehr viel Zeit, man muss sehr viel Zeit investieren, dass man hier einen guten Überblick bekommt und ein Feeling. Ja, und wir starten jetzt einfach mal und wollen unseren kleinen Report bauen mit ein paar Objekten. Das Problem ist nämlich jetzt eigentlich nicht, dass ich da irgendein Objekt erstellen kann mit dem Attribut. Sagen wir das nochmal 1 auf 1 Meter. Ein Meter hoch, jetzt haben wir einen Quader erzeugt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wunderbar, cool. Und diesen Quader wollen wir jetzt halt einfach Attribute beibelegen, die wir dann am Schluss auch auswerten wollen. Am einfachsten ist es, wenn wir einfach mal diesen Quader hier anklicken. Dann gehen wir ins Eigenschaftsfenster und Attribute auf diese drei Punkte. Jetzt sehen wir, was sind denn die Attribute, die ein jeder Quader erzeugt. Da haben wir schon ein EFC Object Type. Ich will aber jetzt kein EFC-Modell erstellen, deswegen ist mir das egal, das Material ist mir auch egal. Eigentlich interessiert mich nur der Objektname, da schreiben wir einfach mal hin, was könnte es sein? Sagen wir ein Stuhl. Das ist halt ein Stuhl, ne? Gut, und jetzt wollen wir noch benutzerdefinierte Attribute hinzufügen, die wir später auswerten können. Da gehen wir hier oben auf das Plus, dann können wir hier auf Benutzer noch einen Ordner anlegen. Das machen wir jetzt hier. Ach, Moment, das löschen wir wieder. Wir haben schon einen, der heißt YouTube. Also hier haben wir YouTube, ich kann auch mit Doppelklick rein und zum Beispiel das T dann groß schreiben, wenn ich den möchte und noch was abändern. Möchte ich aber jetzt nicht, schaut komisch aus. Und jetzt erstellen wir uns einfach ein benutzerdefiniertes Attribut. Wir klicken hier einmal auf Plus und jetzt sehen wir aber diese eine Nummer, die wir in diesem Attributmanager hier sehen, nicht. Deswegen gehe ich hier immer über den Attributmanager rein und schaue dann, wo es denn abgespeichert wurde. Ich schließe den aber jetzt. Und jetzt erstellen wir uns ein neues Attribut. Sagen wir mal, wir wollen herausfinden, ob der Stuhl eine Lehne hat oder nicht. Aber nur als, es ist ein Proxy, also der, es ist eine Box, die wir abstellen. Und wir wollen einfach wissen, wie viele Lehnen brauchen wir denn am Schluss für unser Projekt. Keine Ahnung. Dann nennen wir das Ganze vielleicht Lehne. Jetzt wächst mir auch Abfrage. Kommentar, können wir was dazu schreiben, brauchen wir aber nicht. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, ist es eine Eingabe, das heißt, dass wir selber was eintippen. Wenn wir eine Eingabe wählen, können wir noch auswählen, kann man Text eingeben, soll man eine Kommazahl eingeben oder nur eine Ganzzahl oder ist es ein Datum. Wir können uns aber auch für eine Combo-Box beschließen. Das ist eine Mischung zwischen einer Listbox und einer Eingabe. Was ist eine Listbox? Eine Listbox ist einfach, dass wir hier einen Text haben und da geben wir jetzt eine Vorgabe, ja, nein. Dann können wir zum Beispiel jetzt hier dann halt bei der Listbox einfach nur auswählen, ja oder nein. Ich mache das mal, okay. Jetzt können wir hier Lehne Abfrage undefiniert, klicken wir hier rein, können wir ja oder nein auswählen. Ja, das möchten wir aber jetzt in dem Fall anders haben. Ich rechtsklick Attribut entfernen, wir machen hier nochmal Plus, Benutzer, YouTube, Lehne Abfrage. Wir modifizieren das Ganze nochmal und wir wollen daraus einfach eine Checkbox machen. Die ist jetzt am Anfang noch undefiniert. Wenn wir die auswerten würden, also normal ist, wenn du eine Checkbox auswertet, kommt einfach ein Wert raus, 0 oder 1. Und dann heißt es, okay, wenn du eine 0 bist, dann schreib bitte hin, ja, wir brauchen keine Lehnen. Ja, wir brauchen keine Lehnen. Und wenn du definiert bist, also wenn du angehakt bist, dann schreib hin, ja, wir brauchen Lehnen. Und jetzt würde aber keine 0 oder 1 rauskommen, sondern ein F, weil es noch undefiniert ist. Und dann wäre natürlich hier ein Fehler von. Deswegen klicken wir einmal hier rein. Und jetzt können wir sagen, standardmäßig ist das Ding aktiviert oder nicht. Sagen wir mal, ja, wir wollen Stühle mit Lehnen, Lehnen abfragen. Wir können hier noch ein Attribut hinzufügen. Was können wir noch machen? Design, genau. Dann machen wir jetzt eine Combo-Box. Wir schreiben hier Tool Design und wir können jetzt selber einen Text dann eingeben und aber wir können auch was hinzuschreiben, zum Beispiel Subgrade MBK Müller Baukonstruktion, keine Ahnung, der, ich kürze es ab, da machen wir noch das Cutbau Team und dann noch Tub Tragwerk
eh oder nicht, weiß jetzt nicht, sorry, an der Stelle. Dann kann man noch sagen, Vorschlagswert ist immer Subgrade, Textlänge machen wir maximal 30 Zeichen, okay, bestätigen das einfach. Und jetzt haben wir diese zwei Attribute und hängen die hier dran. Das Coole ist, ihr habt es gesehen, jetzt ist automatisch angehakt, das haben wir ausgewählt. Subgrade ist automatisch der Standard. Wir können aber jetzt hier auch auf Cutbau-Team ändern oder was eigenes eintragen, zum Beispiel jetzt Fuchs, Enter und jetzt haben wir hier Fuchs stehen. Und das ist jetzt wirklich im Bürostandard abgespeichert, das heißt auch der Kollege kann hier das auswählen. Fluch und Segen natürlich zugleich. So, wir lassen Fuchs und sagen okay. Und haben jetzt hier ein Quader mit den zwei Eigenschaften. Jetzt wenn wir den nächsten erstellen, den nächsten Stuhl, hier sagen wir wieder einen Meter höher, dann müssten wir jetzt wieder hierher gehen, wieder die Attribute hinzufügen oder übergeben, benutzt definiert, YouTube, zack. Dann müssen wir hier wieder Stuhl reinschreiben, dann müssen wir hier wieder abändern und so weiter und so fort, Lehne vielleicht nicht. Und das nervt uns vielleicht ein bisschen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir dann Folgendes machen. Wir gehen auf. Hier. Ich mache meinen Text. Lehne. Jupp. Hier. Lehne. Nein. Ihr könnt übrigens auch den Text hier in den Eigenschaftsfenstern hier abändern. Also auch hier Nö schreiben. Ne? So, jetzt verschiebe ich das Ganze noch. Und jetzt wollen wir aber diese Attribute immer schon vordefiniert haben, dass wir die nur noch abändern müssen. Dann bietet sich zum Beispiel an, einen Assistenten anzulegen. Hier Kopie speichern Assistent. Da machen wir jetzt, ach, hier haben wir schon Ische-Stuhl. Machen wir gleich speichern. Ja, ersetzen. Und hier als neuer Assistent YouTube. Und dann erstellt uns den Assistenten YouTube. Ah, da habe ich schon mal einen Test gemacht. Gut, war aus einem anderen Video. Schaut es mal nach. Mit Icon. Aber hier haben wir einen Stuhl. Und jetzt haben wir Lehne ja, Lehne nein. Und dann können wir einfach per Doppelrechtsklick immer jetzt uns einen Quad erzeugen. Und der hat jetzt schon automatisch diese Attribuierungen vordefiniert. Hier Fuchs, Haken rein, Stuhl. Und jetzt können wir das zum Beispiel ändern. So können wir uns einfach einen Assistenten selber erstellen. Oder noch einfacher in der Bibliothek einfach abstellen, abspeichern, habe ich schon mal getestet gehabt. In der Bibliothek können wir Standard auswählen, das ist das der Ordner wie ein Explorer, wo uns Altplan mitliefert, wo Altplan schon einige Bibliotheken vordefiniert hat. Ihr könnt das aber auch im Büro abspeichern, dass jeder eurer Kollege daran Freude hat. Oder nur für das Projekt oder für euch privat oder könnt ihr mit externen teilen. Wir speichern das mal als privat ab, haben hier einen Ordner YouTube. Das könnt ihr über neue Gruppe zum Beispiel erstellen. Und ihr könntet auch hier jetzt alles zumüllen schon. Wollen wir jetzt nicht, wir wollen einen eigenen Ordner. Dann machen wir Element hinzufügen, Symbol einfügen, markieren uns Lehne ja, nein, Absatzpunkt hier, Lehnentypen und fertig. Schon haben wir das abgespeichert. Und da könnt ihr natürlich hier auch alles zumüllen, wie ihr wollt. Ihr könnt nur den Text anzeigen oder Symbole, wie ihr wollt. Und jetzt wollen wir das Ganze aber auswerten. Jetzt kommen wir endlich mal zum Report. Wie fangen wir damit an? Wir brauchen als erstes den Befehl Report modifizieren oder Report definieren. Hier können wir einen vorhandenen Report modifizieren oder einen neuen definieren. Wir definieren einen neuen. Jetzt gleich der erste Profi-Tipp. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier einen neuen Report erstellen, zum Beispiel Lehr- oder Gruppen oder sonst irgendwas, und speichern das Ganze mal ab. Speichern unter. Ah, hier haben wir schon mal gestartet gehabt. Das löscht man nochmal. Ach komm, wir machen einen neuen Ordner. YouTube 3. Und jetzt Test 00. Schließe ich das Ganze. Wir nehmen den Report. Test 00. Doppelrechtsklick, alles auswählen. Es erscheint etwas. Ich bin noch ein bisschen oldschool unterwegs und definiere meine Reports nicht über den Report Altplan Designer, sondern über den Visual Web Developer 2008 Express Edition. Und jetzt öffnen wir mal das ganze Datei öffnen. YouTube 3, Test 00. Und jetzt, wie ihr seht, kommt jetzt hier so ein Fehler. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Machen wir mal schließen.
Aus diesem Grund zeige ich euch noch was. Report definieren. Bei mir funktioniert leider mein Report nur. Also wenn ich hier irgendwas modifiziere, ist eh alles kaputt. Bei mir funktioniert es nur, wenn ich hier dieses Template mit Template Grouping 2 2005 nehme. Keine Ahnung warum. Also ich mache einen neuen Report, nehme das hier, lösche erstmal dieses Ding hier weg und dann speichere ich das Ganze ab. Machen wir den Test 00 nochmal. Überspeichern, ja wunderbar. Wir gehen hier rein und öffnen das Ganze nochmal. YouTube 3. Test 00. Und jetzt seht ihr, haben wir hier auch visuell unseren Report vorhanden. Also hier funktioniert es. Gut. Gehen wir. Aber da die meisten erstmal das lernen wollen, wie ein Report funktioniert, reicht uns auch erstmal der Allplan Designer aus. Wir bleiben hier dabei. Was sehen wir hier? Also hier sehen wir die Auswertung aus unseren Attributen, Texten und Grafiken. Und links davon ist die ganze Einstellung. Also wir können erstmal den Ersteller, ist hier diesmal nicht die Allplan GmbH, sondern Subgrade Purple GmbH. Wir können hier eine Beschreibung eingeben, wertet Stühle aus, Breite 18 cm, Papierformat A4, da können wir das hier alles auswählen, Seitenbreite, Hochformat und so weiter und so fort. Und die Seitenränder links ein schönen Lochrand mit 2 cm, super. Und rechts machen wir vielleicht auch bloß 0,5 cm und schon ändert sich das ganze Format ein bisschen ab. Wir können noch die Kopfzeile definieren, wie hoch die sein soll. Hier in dem Fall sind es 3,5 cm. Vielleicht braucht ihr aber mehr. Dann könnt ihr zum Beispiel 4,0 cm eingeben und schon wird es größer oder kleiner. Nochmal 3,5 zurück. Den Hauptteil hier, der wird automatisch mit Spalten erzeugt. Die Fußzeile wäre noch wichtig. Da haben wir 1,35. Ist mit Firmenname, Adresse, Telefonnummer und so weiter belegt und hier auch mit der Seitenanzahl. Ja, und was sehen wir jetzt? Als erstes hier den Allplan Report, dann die Selection, das heißt hier sind die Attribute, die wir auswählen wollen oder auswerten wollen. Und darunter sind Parameter und die sind global im Report. Darauf gehe ich jetzt als erstes ein. Mit den 3 Punkten starten wir das Ganze und wir können jetzt hier neue Parameter anfügen. Ich mache jetzt einfach mal ein Plus und sagen Lehne unterstrich auswerten. Wir können hier kein Leerzeichen machen, also aufpassen. Und was ist es denn? Es ist eine Abfrage, eine Checkbox als ein Boolean. Also es wird ein Wert 0 oder 1 rauskommen. Wollen wir die Lehne auswerten? Ja oder nein? Es ist kein Datum, es ist keine Ganzzahl, es ist keine Kommazahl und es ist auch kein Text. Also ein Boolean auswählen. Wir erlauben, dass hier 0 drin steht. Wir können hier reinschreiben, was es ist. Zeigt die Lehnen an. Jetzt bei den Default Values, also was ist denn automatisch ausgewählt? Beim Boolean sagen wir mal True. Okay, wir speichern das Ganze ab. Wir nehmen aber jetzt nicht die 00, sondern 01. Warum? Weil wir keinen Debugger haben. Was heißt das? Wenn jetzt etwas nicht funktionieren würde, dann können wir wieder eine Version zurückspringen und sagen, ah, okay, beim letzten Mal hat es noch funktioniert und jetzt haben wir was Neues definiert, jetzt geht es nicht mehr. Ja, hier sehen wir jetzt schon mal die Lehne auswerten. Jep, macht aber noch nichts, die ist noch mit gar nichts verknüpft, aber wir können hier schon mal was machen. Wenn wir hier die Maus zwischen Text und der Checkbox bringen, können wir auch das hier hin und her schieben. Wie auch bei den Subparts. So, gut, wir gehen zurück in unser Report, modifizieren, Test 01. Und jetzt wollen wir noch hier eine schöne Tabelle anbringen und unsere neuen Attribute auswerten. Dazu brauchen wir erstmal unsere Attribute. Wir gehen auf Select One. Wir können eine neue Selection Enter anfügen. Das heißt, erstmal aus was werden wir die Selection denn auswählen? Die Selection 1, die passt für uns schon mal. Wir nehmen das Ganze vom Modell. Dann denkt ihr, was denn sonst? Ja, es gibt noch mehrere Auswahlen. Zum Beispiel können wir hier aus den Reinforcement Schedule, das heißt, wir werten nicht ein Modell aus, sondern Bewährung. Hier Reinforcement Data, Entschuldigung. Wir können auch aus der Layout History, also aus dem aus der Bauwerkstruktur etwas auswerten, wir können aus den Plänen auswerten und so weiter und so fort. Aber in den meisten Fällen ist es einfach Modelldata. Also von dem her passt schon.
Ihr könnt aber noch einen zweiten Filter hinzusetzen. Zum Beispiel, wenn ihr aus der Planwerkstruktur etwas aussucht, könnt ihr zum Beispiel sagen, erstmal die Selection 1, dass es aus der Planwerkstruktur ist. Selection 2 soll dann die Plannummer sein oder irgendwie solche Sachen. Wir können auch hier Filter hinzufügen, zum Beispiel nur wenn ein Attribut vorhanden ist, zum Beispiel Benutzer definiert. Können wir jetzt schauen, hier mit dem Pfeil hier aufkloppen, auf Benutzer gehen und nur wenn das, wenn Lehne-Abfrage enthalten ist, dann wird es auch ausgewertet. Ach, jetzt hätte ich einen Doppelklick drauf machen müssen, Entschuldigung. Lehne-Abfrage, Doppelklick. Jetzt seht ihr hier, dass so eine komische Codierung, die könnt ihr einfach ignorieren und sagt einfach okay. Und jetzt würde Allplan, das zeige ich gleich mal, speichern unter. 3. Nur etwas auswerten, wenn es auch diese Lehne hat. Schauen wir mal, Test 3. Jetzt müsste es funktionieren. Wunderbar. Und jetzt machen wir mal nochmal ein Quader, freies Modellieren. Der hat jetzt dieses Attribut nicht. Also wir schauen, kontrollieren mal noch, damit wir auch alle glauben. Attribute hier, dieses Lehne-Dingsel ist nicht vorhanden. Jetzt holen wir uns nochmal einen Report und wollen den auswerten. Test 03. Sieh da, keine gefunden. Hier wurde es gefunden, deswegen wird er ausgeführt. Gut. Report modifizieren, das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Da haben wir. Cool, wir haben die 2 übersprungen, sehe ich gerade. Egal. Jetzt haben wir hier schon mal vom Modelldata und das ist unser Filter. 0 entfernen, Baugruppe. Ignorieren wir jetzt einfach mal. Jetzt, wenn wir hier irgendwo in diesen Fields reinklicken, kann man einen Rechtsklick machen und ein neues Data Field oder Graphic Field einfügen. Wir machen ein Data Field. Das heißt, jetzt definieren wir ein neues Attribut. Die Formel ist standardmäßig auf 498. Da klicken wir mal drauf. Ich glaube, es ist der Objektname. Ja, richtig hier, Objektname. Ja, wir können jetzt hier zum Beispiel einfach reinschreiben, ein Add. Und jetzt sehen wir schon mal, was hier alles kommt. Zuerst die Zahlen, das ist alphanumerisch geordnet. Was hatten wir? Irgendwas mit Lehne. Haben wir hier Lehne Abfrage. Hier haben wir schon. Einmal draufklicken bitte. Und schon haben wir hier Lehne Abfrage. Und schließen das Ganze mit einem Add-Zeichen ab. Und hier unten sehen wir die genaue Codierung, was es denn hier für ein Attribut ist, also die Bezeichnung. Wir könnten hier wieder Operator einsetzen mit if, else und so weiter und so fort. Wir können Functions einfügen, wir können hier runden, wir können alles machen, was wir wollen. Aber wir wollen einfach nur die Lehne-Abfrage haben. So, und das Attribut bezeichnen wir jetzt für unseren Report. Lehne. Ne. Unterschied ab, damit wir ein bisschen einen Unterschied haben. Automatisch erkennt der Allplan, was es für ein Datentyp ist. Da müsst ihr eigentlich nichts mehr ändern. Das muss auch richtig eingestellt sein. Also soll jetzt kein Datum sein oder Datenfeld oder sonst irgendwas, sondern System int 32 passt. Und auch das hier unten könnt ihr erstmal ignorieren. Ihr könnt hier Formate wieder eingeben von F 8.2 und so weiter und so fort. Aber dazu gibt es so viele Videos, die will ich jetzt gar nicht, ich will euch gar nicht überfordern. Wir machen aber nochmal ein Data Field. Wir haben ja ein zweites Attribut noch erstellt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß. Add Stuhldesign. Jo. Und das nehmen wir jetzt einfach nur Design. Wunderbar. Und jetzt speichern wir das Ganze wieder ab. Unter der 4, die 2 ignorieren wir einfach. Gut. Und jetzt haben wir einfach mal zwei Attribute erstellt, aber die werden nicht ausgewertet. Schauen wir mal, ob es noch funktioniert. Funktioniert noch. So, ansonsten wäre es hier weiß, wenn wir irgendeinen Fehler eingebaut hätten. Hinweis, können wir irgendwas tippen. Erscheint da oben. Wunderbar, das funktioniert. Wir modifizieren unseren Report weiter. Die Test 04 gehen wir nochmal rein in die Tiefe. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze hier rüberbringen. Also wir wollen einfach diese zwei Lehne abfragen und Design wollen wir hier auswerten. Rechtsklick, neues Element. Wir machen hier entweder eine Linie, zum Beispiel hier, Rechteck, Textfeld, ein Bild, eine Liste, Matrix oder eine Tabelle. In unserem Fall ist es eine Matrix. Und in unserer Matrix wollen wir Spalten und Reihen. In unseren Spalten nehmen wir auf einmal die Lehne-Abfrage und das Design und sollen die mit aufaddiert werden oder nicht. Wir können hier Haken setzen. Wir können auch sagen, hier
dass das rein sein sollen. Das machen wir jetzt nicht. Mal wieder weg. Und die Summenfunktion hier noch anbringen. Sumfield 1. Nee. Ich hätte gar keine Matrix gebraucht. Ich brauche eine Tabelle. Richtig? Ja, mir reicht eine Tabelle aus. Entschuldigung. Sonst wird es zu kompliziert. Also, wir geben die Column vor. Wir geben das Design vor. Calculate Grand Tutors. Und wir können jetzt hier die Hauptgruppe benennen. Es soll nach Design gehen. Okay. So schaut jetzt das aus. Grafisch nicht schön. Mal mit dem Pfeil mal so runter. Und kann das jetzt hier so groß ziehen. Wir können die Zeilen größer machen. Seht ihr das? Mit dem Symbol. Und jetzt haben wir hier einmal die Spalte Lehne abfragen. Dann das Design. Das machen wir wieder hoch. Ja, wunderbar wieder. Steuerung Z machen wir alles rückgängig. Was mache ich hier denn eigentlich? Die Höhe des Hauptteils, komm, 50 cm. 6, gut. Jedes Mal, wenn ein neues Design kommt, dann wird hier eine neue Zeile begonnen und so weiter und so fort. Das war vielleicht ein bisschen blöd, aber genau, hier kommt dann die Lehne-Abfrage, die Summe und dann noch eine Summe. Ja, das ist jetzt erstmal unser erster Test. Speichern unter. 5. Und jetzt werten wir mal aus, was wir hier gemacht haben. Ja, wir haben hier Lehne abfragen. Dreimal kommt eine 1 raus. Was ist es denn überhaupt? Hier haben keine Ahnung. Ein Design Fuchs. Haben wir eigentlich ein anderes Design auch. Schauen wir nochmal. Fuchs. Haben wir hier ein anderes Design? Tub-Tragwerk. Okay. Dann machen wir hier nochmal Report 05. Beide. Fuchs. Erscheint hier das Design. Lehne abfragen 1111. So. Jetzt gehe ich in meinen Developer rein, Datei öffnen, Test 05 und schauen wir uns das Ganze mal hier an. Ich klicke einmal hier drauf auf die Tabelle, auf diesen Eckpunkt, Rechtsklick, Eigenschaften. Was haben wir hier? Eine Gruppe, die heißt Table Group Group 1. Wir bearbeiten das Ganze und der Ausdruck Design wird unterschieden. Filter wurden nicht gesetzt, wunderbar, bla bla bla, abbrechen. Und was sehen wir noch? Wir haben hier eine Kopfzeile, einen Textausgang und hier noch Fußzeilen und von der Tabelle 1 noch so ein Stusselzöchsel. Wir entfernen mal den Tabellenfuß. Das hier braucht man auch nicht. Und wir gehen, gut, wenn wir jetzt mal ein anderes Design haben, dann bringt uns das eigentlich auch nichts. Wir machen es so, zack, zack. Löschen und jetzt speichern wir das Ganze nochmal unter 5 ab. Das reicht mir. In der Hoffnung, dass wir keinen Fehler gemacht haben. Genau, jetzt kommt Fuchs Design 1, eine Abfrage. Aber er fragt mir immer nur nach der Abfrage. Das interessiert mich nicht. Es geht mir nämlich ums Design. Müssen ja auch zwei verschiedene sein. Ach, ja. Speichern wir. Es liegt jetzt in dem Fall. Eine Selection, weil wir fragen ja hier nach dem hier ab. Der nimmt das andere gar nicht, weil das andere ist gar nicht angehakt. Wir hätten hier so machen sollen. Speichern und da. 6. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Die 6 soll es sein. Hier drüber ziehen. Und jetzt haben wir einmal Tub-Tragwerk. Hat keine Lehne, ist eine 0. Und Fuchs hat eine Lehne, deswegen eine 1. Ja, cool. Ich gehe zurück in meinen Designer. Jetzt könnte ich zum Beispiel noch Rechtsklick machen, Tabellenfuß und könnte hier noch eine Summe hinzufügen. Jetzt schauen wir mal ein bisschen ans Angemachte. Wir haben hier Fields Lehne Abfrage Value. Das heißt,
wir haben das eine. Moment, versuchen wir es mal. Modifizieren. Wir erinnern uns. Wir haben hier das eine Lene Apf genannt und das andere Design. Und hier ist auch Lene Apf und hier ist Design. Und vorher ist noch ein Ist-Gleichzeichen. Und dann ein Fields-Ausrufezeichen und dann Volume. Jetzt machen wir hier Folgendes. Wir schreiben jetzt hier die erste Summenfunktion rein. Ist gleich Sum, Klammer auf, Fields, Ausrufezeichen, Lene, Unterstrich, Up.Volume, Klammer zu. Wenn wir das Ganze noch schneller machen wollen, können wir einfach hier den Text Steuerung C, hier Steuerung V, geschlossene Klammer, Position 1, einmal nach rechts mit Cursor, Sum, Klammer aufschreiben und schon haben wir dasselbe Spielchen. Speichern das Ganze. Oh, wir hätten die 6 öffnen sollen. Datei öffnen. Ist aber kein Problem. Wir gehen hier rauf, Rechtsklick, Tabellenfuß hinzufügen. Na, nicht Tabellenfuß, sondern Tabellendetails. Hier Zeile löschen, in die 5 rein. Steuerung C, Steuerung V, haben wir dasselbe erreicht. Wir speichern das Ganze unter der 7. So, ihr seht, wie viel Zeit jetzt schon vergangen ist, nur um diese Spielereien hier zu machen. Und deswegen finde ich trotzdem, dass es das immer rentiert, einen Profi hier ranzuziehen, der einem einfach aus dem Affekt heraus hier alles erzeugt. Jetzt haben wir hier einen Error. Was ist hier passiert? Ja, wir haben nicht jetzt eine Summenfunktion eingefügt. Ja, bei der 0 passt, bei der 1, 1, super toll. 1 haben wir mit 1, 0 mit 0. Das wurde jetzt zusammengerechnet. Und ich kann natürlich nicht das Design-Tup-Tragwerk als Zahl addieren. Ja, deswegen hier Rechtsklick, Ausdruck, wir gehen hier rein, wir gehen auf die Parameter ein, Datasets, wir können zum Beispiel sagen, zeigen wir immer, hier sehen wir jetzt zum Beispiel das First, also er sucht einfach das erste Design, was er findet, oder ich kann eine Summe machen von der Lene. Macht aber gar keinen Sinn, weil nur 0 oder 1 rauskommt. Deswegen, wenn jetzt Zahlen hier drin stehen würden, das würde mehr Sinn machen. Ich lösche das hier raus. Das hier auch. Wir brauchen keine Summenfunktion in dem Fall. Wir erzeugen uns aber jetzt ein neues Attribut. Ja, nein, das müssen wir dann wieder im Assistenten so abspeichern. Wir gehen in die Eigenschaftswerte rein und sagen einfach mal, wir geben hier noch ein. Ein Stuhl, sagen wir mal Gewicht. Ah, Gewicht 2 haben wir schon mal gehabt. Okay, Wichte hätten wir auch. Was machen wir noch? Was können wir noch sagen? Füße. Füße an der. Genau. Wir machen hier eine Ganzzahl. Eingabe, Text. Ne, wir machen Ganzzahl. Vorschlagswert ist immer 4. Einheit ist, hier können wir STCK auswählen und sagen, minimaler Wert ist 0, maximaler Wert ist 20 und okay, Füße hinzufügen, 4 Stück. Hier dasselbe Spiel, hier fügen wir auch noch die Füße hinzu. Gehen in unseren Report rein, nicht in den sehen wir hier, sondern halt, den speichern wir einmal ab hier. Safen. Wir gehen hier in unseren Report modifizieren, Test 07 und fügen jetzt auch dieses Attribut hinzu. Wir gehen zur Selection, Rechtsklick, Insert Data Field, suchen hier bei den drei Punkten Füße, einmal reinklicken, okay. Und jetzt schreiben wir hier Feet, nehmen wir das englische Wort, speichern das Ganze unter der 8 und können auch jetzt hier einfach das Ganze hier hinzufügen. Wenn wir zum Beispiel auf Lene hier gehen, sehen wir hier das Fields Lene Apf.Volume, dann gehen wir hier rein. Holen hier unseren Wert. Speichern und jetzt schauen wir, was jetzt rauskommt.
Jetzt haben wir hier A4, aha, 4. Jetzt könnte es aber sein, dass wir dasselbe Objekt haben. Wir gehen hier rein und haben jetzt nicht vier Füße, sondern alles identisch, aber hier haben wir fünf Füße, weil der Stuhl so besonders ist. Und jetzt werten wir aus mit der 8 diese 2. Jetzt werdet ihr sehen, hier haben wir 4, 5, was ist denn hier los? Ja, jetzt wertet er aus. Einmal Design, haben wir Fuchs, einmal die Lehne, ja, Hammer. Und hier einmal die vier Füße, einmal fünf Füße. Schaut alles sehr blöd designt aus. Und statt einer 1 wollen wir eigentlich hier stehen haben, ja, nein. Und wir wollen das auch in der Mitte geschrieben haben und so weiter und so fort. Und das muss man halt designen und wissen, wie man das bearbeiten kann. Am leichtesten geht es für mich wirklich mit dem Visual Web Developer. Ich öffne das Ganze hier noch mit der Test 8, gehe hier rein und mache jetzt noch hier eine If-Abfrage. Abfrage, Rechtsklick, Ausdruck. Allgemeine Funktionen, irgendwo hier ist es doch. Halt hier. Hier ist die If-Abfrage. Das Steuerung X, Steuerung V. Wir schauen uns das Ganze an. Aha, wenn bla 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 ist gleich bla bla bla, dann Komma hoch, Komma niedrig. Also if und else ist hier. Wenn zum Beispiel hier das jährliche Einkommen 60.000 gleich größer ist als 60.000, dann steht da hoch. Und wenn es nicht so ist, dann steht hier niedrig. Das heißt, unsere Abfrage ist hier, if fields Lehne ab ist gleich 0, dann schreiben wir hier nein. Ansonsten schreiben wir ja, Klammer zu und okay. Und jetzt wollen wir das Ganze noch mittig ausrichten. Da gehen wir einfach hier auf zentriert. Hier gehen wir auf linksbündig. Hier machen wir zentriert. Na, hier machen wir linksbündig. Hier linksbündig. Und die Füße machen wir einfach noch eine Spalte rechts. Schauen wir hier. Dummen Text. Füße. Hier schreiben wir Stuhldesign, Desigen und Lehne. Können das Ganze auch hier zum Beispiel größer oder kleiner ziehen. Hier unten können wir die Größe auch in Inch angeben oder in Zentimeter. Zum Beispiel hier 3 cm und dann wird das automatisch danach ausgerechnet. Hier mal 2 cm. Wir machen auch 3 cm. Genau, und das frisst natürlich Zeit, das Ganze zu designen und zu reporten. Man sieht, wie viel Zeit da verstreicht. Wir wollen die Füße hier auch hier anbringen. Dann kann man diese Teile löschen. Jetzt speichert es einmal ab und zeigt dann wieder das nächste Problem, an was ihr zu knabbern habt. Also immer mühselig ernährt sich natürlich das Eichhörnchen. Wir gehen jetzt hier rein, machen Report, die Nummer 9. Wir haben hier zwei verschiedene Füße. Aber hier erscheint jetzt die 4. Warum? Weil wir die Differenz gar nicht mit auswerten. Wie können wir die Differenz mit auswerten? Wir gehen hier rein, Rechtsklick Eigenschaften. Wir gehen auf Gruppen, Group Field bearbeiten. Und jetzt haben wir hier den Ausdruck, es wird nur nach Design unterschieden. Wir wollen aber nicht nur nach Design, sondern wir wollen auch, wenn die Füße anders sind, soll eine neue Zeile geordnet werden. Oder wenn die Lehne Ja oder Nein heißt. Wir sagen hier okay. Speichern das Ganze ab unter der 9. Und jetzt, wenn wir einen Report machen, 9, dann wird auch eine neue Zeile erscheinen. Ihr seht, Lehne ja, Fuchs ja. Und hier Fuß 4, 5. Jetzt haben wir aber wieder zum Beispiel vergessen, dass hier zum Beispiel ein Rahmen rumkommt. Den fügen wir jetzt hinzu. Und wir könnten zum Beispiel bei Füßen machen, das Padding, also das hier eingerückt wird. Gehen wir hier auf das Plus, dann können wir Left 5 PT machen. Wir können aber auch gleich mehrere auswählen und hier 5PT auswählen. Wir können das Ganze auch Alignment in Middle, ja, und speichern das Ganze nochmal unter der 9 ab. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt rauskommt, wenn wir die 9 machen. Doppelrechtsklick und alles auswerten. Dann wird jetzt hier Lehne nein bei Tubtragwerk. Muss echt nochmal nachschauen, ob Tubtragwerk mit oder ohne E. Ja, gut. Tubtragwerk geben wir ab. Wunderbar, Fuchs haben wir auch. Und wenn da hier irgendetwas anders ist, wird eine neue Zeile errichtet. Und zu guter Schluss wollen wir jetzt noch diese finale Zeile mit der Summe. Rechtsklick, Tabellendetails. Wir machen bei Füße, Steuerung C, Steuerung V. Jetzt machen wir die Summenfunktion hinzu.
schließen das Ganze ab, speichern nochmal unter der 10. Und jetzt reporten wir das Ganze mit der 10 einmal drüber über den Wisch. Und jetzt haben wir hier die Tabellen. Hätte man in die Details gehen sollen. Entschuldigung. So. Wer ist der Tabellenfuß gewesen? Mal weg. Schauen wir mal, ob es das war. Ja. Jetzt können wir die ganzen Physien zusammenzählen. 4, 4, 5 sind insgesamt 13 Stück. Da wissen wir, okay, wir brauchen für unsere Stühle 13 Beine. Ja, so funktioniert das Ganze. Ich glaube, ich habe euch jetzt den ersten riesengroßen Step reingebracht für die Reports. Am wichtigsten für mich ist eigentlich, dass ihr versteht, dass es sehr komplex ist und dass man hier sehr viel falsch machen kann, sehr viel lernen muss und dass es wirklich gescheiter ist, einfach einen tollen Reporter zu beauftragen, natürlich am besten mich. Und dann könnt ihr benutzerdefinierte Attribute auswerten, wir können das Ganze zusammen designen und das macht halt mehr Sinn. Umso besser die Vorabsprache, umso schneller funktioniert das Ganze. Das Design anpassen, das dauert meistens am längsten als der Report selber. Und ja, zwischen 250 bis 1500 Euro bewegen sich die Reports. Es ist so, je nachdem, wie komplex die ganzen Dinger sind. Aber wenn ihr selber euch da austoben wollt, habt ihr jetzt ein tolles Video an der Hand. Wenn ihr dazu Fragen habt, in die Kommentare rein, teilt es mit euren Kollegen oder im Internet, damit auch mehr von den Reports erfahren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Peter. Ciao, ciao. Servus.